Ich begrüße dich ganz herzlich zur nächsten Folge von Captain of Industries auf meinem Kanal. Da sind wir wieder zurück in einer frischen Aufnahme und ich habe mal, bevor es losgeht, habe ich mal hier unser Büro, das neue Captain Büro, deaktiviert, weil wir, also wir hatten nur das hier aktiviert, minus 1 Unity und das gab uns hier ein gesamthaftes 0 oder eigentlich sogar minus 0,5. Und so kommen wir auf jeden Fall nicht weiter. Das war da soweit das Problem. So, jetzt schalte ich mal die Zeit hoch. Und wir schauen uns mal an, wo denn so die Probleme sind. Und ich versuche mal die ganzen so zu fixen, dass das hier wieder funktioniert. Also wir haben aktuell genügend Essen. Das ist soweit gut. Wir haben eher zu wenig Bewohner. Also es geht gerade so. Wir haben zu wenig Einigkeit übrig. Und was wir auch nicht haben, ist, doch unreines Kupfer haben wir. Aber wir haben nicht das normale Kupfer. Und das Problem ist, zum Bauen von Wartungsanlagen sowie Generatoren kann man nur Kupfer verwenden. Außer ich könnte es mit 5 Unity schnell bauen. Aber das haben wir ja auch nicht. Das kann ich auch nicht. Und das geht auch nicht auf. So. Ich kann auch keine Fahrzeuge so bauen, weil wir keine Dings haben. Was ich aber kann, ich könnte das Schiff lossenden. Wir haben noch ein bisschen Treibstoff. Eigentlich schon. Das könnte ich wiederum machen. Wir haben ja alles, also besser gesagt, es ist Standard so. Wir können aktuell nichts verbessern. Und wir können hier mal... Ah, wir müssen zuerst reparieren. Kostet 124 Eisen. Easy. Für das haben wir ja so lange geschuftet. Das ist schon okay. Und ich würde übrigens... Ich habe auch gelesen, dass es ein Klon-Tool gibt. Hier, kopieren. Ja, sehr gut. Ich nehme mal das da. Kopiere das einmal da vorne hin. Den Inhalt nimmt er nicht mit. Okay. Wir haben hier die besseren Konstruktionsteile. Ja, komm. Also wir brauchen wirklich sehr viel von dem. Kopiere das aber nochmals mit, und zwar hierhin. So, Forschungslabor 2 haben wir. Sehr, sehr schön. Jetzt für alle weiteren hier brauchen wir das bessere Labor. Auch für die Pumpe, glaube ich. Ah ne, brauchen wir nicht. Gut, dann lass uns gleich das machen. Wir können es aber trotzdem bauen, gehe ich mal davon aus. Da. Kostet 30 und 40 Parts plus 10 Kupfer, wie immer. 0,5, 16 und 40. Aha, braucht Strom und doppelt so viele Leute. Ich hoffe mal, es ist auch schneller. Und nicht nur einfach teurer. So, würde ich mal hier platzieren. Dauert eh eine Weile, bis das gebaut ist. Ah, die Forschung ist zu weit fortgeschritten für das Labor. Oh doch, dann ist es doch so, wie ich gedacht habe. Dann, ja komm, machen wir hier die Schiffswaffen. Das brechen wir ab. Okay, dann hat er die ganze Warteschlange abgebrochen. Gut, wir haben jetzt Mannschaft drin, haben gefüllt und können eigentlich... mit dem Schiff weggehen, wenn ich das richtig... Komm, den lasse ich oben. Das passt schon. Oder musste man da auch noch was... Nee, das stand doch gerade da. Hier ist die Weltkarte, genau. Ja, dann lass uns mal das da erkunden. So. Der meldet sich ja wieder, da fährt es los. Ich kann auch schnell so wechseln. Dann können wir jetzt bis an den Rand der Karte verfolgen. Ah ne, da ist es schon weg. Ging schneller, als man denkt. So. Erz ist immer noch voll. Das liegt genau an was? Dass die Schlacke kann nicht abgeführt werden. Oh nee. Unsere Rampe scheint hier... Ja, die ist fertig. Okay, wir haben jetzt einen Weg da nach oben. Ich würde sagen, wir machen den noch breiter. Weil einen anderen Ort, um irgendwas
Abzukippen habe ich gerade nicht. Jetzt bin ich gespannt. Aktuell ist die Warteschlange 9 Sekunden oder 16. Müsste jetzt aber hochgehen, wenn sie merken, dass sie jetzt wieder abkippen können. Ja, wird schon, geht schon hoch. Gut. So, hier wurde das nicht, oder ja, könnte hier das Kupfer verwendet worden sein? Ich glaube schon. Da kann ich auch noch. So. Meeresbohrtechnik. Wir haben gerade direkt die Ölbohrinsel gefunden. Jawohl, sehr schön. Wie viel Treibstoff habe ich denn noch? 1300 Kilometer. Und wie viel ist das? Ja, müsste reichen, wenn ich jetzt noch hier hinfahre. So. Außer da kommen die Piraten, dann haben wir Pech gehabt. Aber dann ist es halt so. Wenn wir zu Hause sind, können wir vielleicht die Waffen bauen, weil wir ja genügend Eisen haben zum Beispiel. Vielleicht geht ja das. So, jetzt läuft das Band langsam wieder. Also das war das Problem. Ist mir leider nicht aufgefallen, wirklich. Da fehlt der Strom allerdings, weil der Generator ist in Betrieb. Der ist ebenfalls in Betrieb. Ja, den da warten wir zum Bauen. Bevor der halt nicht gebaut ist, geht nichts. So, das Schiff müsste gleich da sein. Hier auch warten wir auch auf das Kupfer. Oh nee. Okay, wir konnten es aber zurückziehen, glaube ich. Ja, genau. Also, da sind wir auf Gegner gestoßen. Und jetzt fahren wir zurück nach Hause. Sehr gut. Solange das Schiff noch lebt. Ich weiß nicht, ob das passieren kann, dass es ganz weg muss. Ich hoffe es ja nicht. Das wäre zu schade. So. Was ich eigentlich wollte, ist hier die Abbaufelder anschauen. Da passt es noch. Da passt es auch noch. Sand braucht es ja nicht so viel. Der steht still. Der könnte aber trotzdem hier eine Erweiterung gebrauchen. Und hier müssen wir langsam aufpassen. Ja, da erweitere ich mal richtig fest. Denn was ich dieses Mal mal austesten will, wie man da wirklich tief runterkommt. Also, das möchte ich schon sehen. Und eigentlich ist es dumm, was ich mache. Eigentlich sollten wir jetzt hier den Weg zuschütten oder solche Dinge. So, welche Höhe sind wir denn hier? So, und ich möchte jetzt geradeaus gehen. Also, wir sind auf Höhe 2. Und da hat es auch, das ist auch um die Höhe 2 rum. So, und hier könnte ich nämlich so eine Brücke rüberbauen. Genau, der macht das relativ leicht. Und danach könnten wir sogar noch die Spitzen abtragen, sowie natürlich auch hier. Und dann hätten wir da eine ausgebaute Fläche. Das wäre da soweit möglich. Ich weiß gar nicht, aber für das müssten wir wahrscheinlich auch einen Kontrollturm hinmachen, sonst wird da nichts laufen. So, und damit das zuerst gemacht wird, ja. So, sollen Sie mal da die Ecke noch machen und dann passt das. Dann geht das schon. Schiff ist wieder da. Sehr gut. Aufgetankt. Wir müssen auf den Treibstoff achten. Oh, das ist auch schon etwas beschädigt. Also, 11 Platten zur Reparatur. Ich kann hier nichts weiter lagern, sonst würde ich hier gerne noch ein bisschen Eisen zwischenlagern, damit das immer super funktioniert. So, das Schiff kann schon wieder los. Diesmal will ich mal hier hingehen. Ziel wäre es, ein bisschen Kupfer zu finden, wenn natürlich möglich. Und Schiffswaffen haben wir auch erforscht. Jetzt können wir ja noch da hier die verschiedenen Geschichten da holen, bis dann das Ganze läuft. Da kommt es auch schon an. Ja, passt doch perfekt. Dann haben wir dann das bessere Forschungslabor. Gut. Wir können jetzt eine Kanone am Bug. 240 Eisen, nicht ganz günstig. Die am Heck kostet auch 240. Frage ist jetzt halt,
Da kommt Panzerung. Ja, ich glaube, lohnt sich schon. Ich würde mal eine machen. So. Dann können Sie die eine machen und die andere machen wir dann das nächste Mal, wenn wieder Eisen da ist. So. Genau, ob das jetzt. Oh ne, ich bin auch ein Depp. Ich habe das gerade repariert mit der Unity. Oh, das wollte ich ja gar nicht. Schade, aber was will man machen? So. Wir können auch noch ein Dorf hinbauen hier. Zum Beispiel da. Und als nächstes in die Warteschlange kommt dann schon hier die Wasserpumpe. Sehr schön. Jo, jetzt wird hier aufgeschüttet. Ganz gut, ganz gut. Und die Schlacke hinkt immer noch hinterher. Wir haben ja jetzt wieder ein bisschen was zum Produzieren. Also können wir ein paar Gerätschaften machen. Das ist gut. Und ich würde auch hier die Ölproduktion nochmals um eines ausbauen, glaube ich. Außer hier, der Diesel. Da wird ja noch besser werden. Oder noch auf das warten. Dann packen wir das mal noch in. Oder nee, da hat es auch noch die bessere Energieerzeugung. Das mit Wasserdampf. Ah, komm. Wir brauchen beides, glaube ich. Und jetzt, ja, jetzt ist die Warteschlange endgültig erreicht. Gut, nur schon bis du natürlich das Eisen hier hast, um das Schiff auszubauen. Ist es gebaut? Ja, anscheinend schon. Ja, dann gehen wir wieder auf Erkundung. Erstmal hierhin. Hätte ich gesagt. Sehr gut, das ist gemacht. Frachtschifftechnologie. Jawohl, ein beschädigtes Frachtschiff haben wir gefunden. Sollen Sie mal hierhin. So, mal schnell Pause drücken. Ein Frachtschiff, das kennen wir nämlich noch nicht, ermöglicht es, Produktlieferungen von den Minen- und Ölbohrinseln der Welt zu automatisieren. Das Schiff muss auf der Weltkarte entdeckt und repariert werden. Es kann also nicht direkt auf der Insel gebaut werden. Sobald Sie ein Frachtschiff repariert haben, können Sie ein Frachtdepot auf Ihrer Insel bauen, um Ihr Schiff zu nutzen. Ich glaube, haben wir es erforscht letztes Mal? Ich glaube, es gab es, aber wir haben es nie gebaut, glaube ich. Die Anzahl der verfügbaren reparierten Schiffe und die Anzahl der entdeckten Schiffe wird in der oberen Statusleiste angezeigt. Hier also, genau. Und das Frachtdepot bauen wir dann bei uns, um zum Beispiel Öl auszuliefern. Ja, genau. Gut. Ja. Wir brauchen dafür 200 Eisen. Da beginnen wir einfach mal die Reparatur natürlich. Ja, ich weiß gar nicht, soll ich jetzt. Komm, wir haben so viel Eisen. Die sollen das hier noch ausbauen. Das passt schon. Und danach schicken wir es dann auf die Reise. Kann man das am Schiff ebenfalls sehen? Jetzt habe ich ja Heck gewählt. Müssten hier theoretisch Geschütze auftauchen, denke ich mal. Ob es so sein wird, weiß nicht. Und jetzt passt das schöne Wetter. Also es sieht wirklich gut aus jetzt. Der Himmel, der müsste natürlich nur noch wechseln, wenn es dann regnet. Dann wird das wieder übereinstimmen. Sag ich mal. So, wie kommen die voran? Die haben alle gebaut. Also machen wir noch ein paar. Grundwasserpumpe ist da. Sehr gut. Und jetzt machen die den fortschrittlichen Diesel. So. Pumpt Wasser aus dem Grundwasservorkommen, das bei Regen wieder aufgefüllt wird. Muss auf einen Grundwasservorkommen errichtet werden. Sehr gut. 8 Wasser pro 10 Einheiten und braucht auch wieder Strom. So, ich hätte gesagt, das erste schließen wir hier. Das hat hier keine negativen Auswirkungen. Das könnten wir gleich hier in die Ecke bauen. Passt ja perfekt. So. Angeschlossen. Gut. Ich weiß gar nicht, wie viel die verbrauchen hier, aber
22 pro Monat, also nicht so viel. Aber so wird hier auch der Silo gut gefüllt. Und die Frage ist halt auch, wie sehr das da das Grundwasser abbaut. Da, 5000 ist vorhanden. Es steht ja, oh ja, das, ja, es regnet ja doch recht oft, also es geht. Gut, dann geht das schon mal hoch. Wir schauen mal hier hinten. 30 kW Strom kostet es. Ja, es geht eigentlich. So sparen wir uns auch wieder den Truck, der da fahren muss. Braucht man tatsächlich so viel Wasser? Es kommt mir schon so vor, als hätte es ein bisschen viel Wasser hier. Gut. Oh, kann ich da noch die Rampe rüber verlegen? Ja, da geht sie zum Beispiel, aber das können wir auch anders lösen, indem wir da die Bäume abbauen und dann passt das auch. Gut, aber jetzt sollte der immer durchlaufen, ohne Probleme. Und jetzt können wir noch hier schauen. Der braucht 24 im Monat Wasser. So, ein paar neue Flüchtlinge bekommen. Ich glaube, das Schiff ist bestimmt auch schon da. Hat nicht geklappt. Na gut, dann soll er mal hier hochfahren. Vierundzwanzig im Monat. Und wie viel? Ja, der bringt schon mehr als. Ich würde sagen, jetzt sollte der ja wieder auffüllen, wenn wir schauen. Ja, das ist ja sowieso wieder voll. Okay. Ich glaube, das ist nicht schlecht. Dann machen wir da mal eine Pumpe hin und schließen beide miteinander an und testen mal, ob das so ganz gut geht. Aktuell, ihr seht, die fahren da von Hand hin. Das soll natürlich nicht sein. Wir sind das da, glaube ich, oder? Sieg, jawohl. Schaden verursacht 450. Feind hat auch 200, ist jetzt aber abgehauen. Ah, und dann gilt das hier als erkundet. Okay, gut. Ich würde sagen, zurück nach Hause. So, und ich wollte hier ja unsere Rohrleitungen platzieren. Ja, komm. Wenn da irgendwann der Dünger soweit ist, dann können wir das schon noch so hinstellen. Gut. Und hier kann ich interessanterweise nicht einstellen, dass sie nicht mit LKWs anliefern dürfen oder so. Das ist wiederum interessant. Aber ja. Oh, und ich könnte noch. Wir brechen es nochmals ab, schnell. So. Wir stellen da noch ein Silo auf. Also ein Speicher. Ja, ich weiß nicht, ob der das jetzt noch abbricht oder nicht. So nämlich. Nee, anscheinend nicht. Und es geht nur als Ganzes weg. Das ist natürlich auch so, wie siehst. So. Sehr gut. Was kann so eine Leitung? Eins pro eine Zeit. Das sollte ja locker reichen. Gut, und jetzt sollte hier unsere Ernte, die ja auch immer bei 100% bleiben soll, die sollte jetzt vollständig gewässert sein. Das heißt, die sollte immer genügend Wasser haben. Und der Boden natürlich auch. Und wir können so. Ah, sogar der Tank füllt sich. Noch eins anfügen und dafür die beiden hier platt machen. Und ja, der Regensammler ist jetzt, glaube ich, auch ein bisschen unnütz geworden. So nach und nach. Ich weiß ja nicht. So, ja, hier ist die Ausgabe voll. Da geht nichts mehr. Gut. Wartung geht hoch. Das war doch eine ganz erfolgreiche Folge.
Wir haben hier auch das Schiff zurück. Können wir ein bisschen reparieren? Ah, hier, ich muss es zuerst hier beladen. Ah, so ist das. Dann fahren wir als nächstes, ja, zuerst zum Schiff. Das passt. Wir haben ja genügend Eisen. Ich würde sagen, ich danke euch vielmals fürs Zuschauen. Bewässerte Felder haben wir jetzt. Und wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Seid auch da wieder dabei und bis dahin, habt einen schönen Tag und tschüss.